Also ich definiere mich ganz klar als Malerin. Und es ist eigentlich eher entstanden. Es ist ja nicht so, dass man morgens aufwacht und sagt, hurra, ich bin Künstlerin. Mich inspiriert ja ganz viel, was ich erlebe in der Welt, was mir begegnet, Menschen, die mir begegnen. Das sind ja ganz viele Inspirationsmöglichkeiten. Und die muss ich umsetzen. Und das ist dieses innere Müssen, Dinge, die einen bewegen, in eine künstlerische Form zu bringen. Ich mag Acryl, weil das meiner Malweise sehr entgegenkommt. Es ist eine sehr schnelle Technik. Ich arbeite ja viel mit Gestik, mit Linie. Das braucht ein schnelles Medium. Und Acrylfarbe hat einfach die Eigenschaft, sie trocknet relativ schnell. Und das kommt mir sehr entgegen. Ich habe gerade eine neue Serie angefangen, die nennt sich Zwischenraum. Und da möchte ich nochmal den Fokus legen auf diese universellen Themen wie Zeit, Vergänglichkeit, dieses Diffuse, was nicht greifbar ist, diese Zwischentöne zwischen Schwarz und Weiß, die Dinge, die passieren auf der Welt, die man nicht sofort irgendwo einordnen kann. Um diesen Themenkomplex kreise ich eigentlich in meiner Kunst.